Sie sind Abgeordneter des Hessischen Landtags und unterstützen aber die Forderungen der Steuergewerkschaft. So ist es. Es kann nicht sein, dass gerade bei den Beamten bzw. bei den Staats-, bei den Landes- und bei den Kommunalbeamten in diesem Jahr eine Nullrunde schlicht und einfach passiert bei der Gehaltssteigerung und im nächsten Jahr nur 0,5 bis 1% und im übernächsten Jahr nur 1%. Ich halte das für ungerecht. Ich denke, das müsste zumindest angeglichen werden mit dem Angestellten-Tarif, der ja in diesem Jahr schon abgeschlossen wurde. Und aus meiner Sicht ist es auch notwendig, dass das Land Hessen zurückkehrt in die Tarifgemeinschaft der deutschen Länder, um dort einfach auch sicherzustellen, dass die hessischen Beamten nicht immer die Gekniffenen sind.